Heute machen wir einen Ausflug nach Thüringen. Herzlich willkommen in Neustadt im Harz. Unsere kleine Tour startet an der begehbaren Holzlok samt Anhänger. Super gelegen an dem 42 Kilometer langen Wanderweg, der zwischen Sophienhof und Nordhausen liegt. Der Südharzer Dampflokstieg. Die kleine Lok thront quasi auf dem Galgenberg und bietet nicht nur Familien mit Kindern ein tolles Ausflugsziel, sondern auch Wanderern, die eine besondere Verschnaufspause suchen. Für Stempeljäger interessant, hier findet ihr den Stempelkasten Nummer 99. Der staatlich anerkannte Luftkurort ist umgeben von saftigen Wiesen und alten Mischwäldern und wird auch als Perle des Südharzes bezeichnet. Ich kann nur so viel sagen, ich war begeistert. Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel, der Burgruine Hohenstein, wird man von der Schönheit dieses Ortes überwältigt. Es gibt so viel zu entdecken, wie hier zum Beispiel den Gondelteich. Der Aufstieg zur Burgruine ist aber nicht weniger spannend. Schon zu Beginn kann man verschiedene Teile der Ruine sehen und auch einen echten Mammutbaum. Ich muss zwar gestehen, dass ich ihn mir etwas größer vorgestellt habe, aber als kleines Etappenziel vollkommen akzeptabel. Die Burgruine selbst ist eine der größten und besterhaltensten Burgruinen des Harzes. Und das, obwohl nur noch die Überreste der Oberburg zu sehen sind. Oben angelangt hat man einen atemberaubenden Ausblick in die Harzlandschaft und auch zum Kyffhäuser. Kleiner Tipp am Rand, die Stempelhälfte der Harzer Wandernadel können auch hier wieder rausgeholt werden. Erbaut wurde die Burg Hohenstein um 1120. Rund 300 Jahre war sie im Besitz der Grafenfamilie Hohenstein, bis sie im 15. Jahrhundert in den Besitz der Grafen von Stolberg gelangte. Im Jahr 1672 wurde sie während des Dreißigjährigen Krieges vollkommen zerstört. Die heutigen Fragmente lassen nur noch zum Teil erahnen, was es doch für eine prachtvolle Burg war. Es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Heimat Harz.